Recruiting in Zeiten von Covid-19, Coronavirus. Wir alle kennen ja das Problem gerade, dass sich vor Ort Treffen dann doch relativ schwierig ist und eben auch außerhalb von diesen Krisen. Viele sagen, dieses klassische Vor-Ort-Fahren ist vielleicht für die erste Runde nicht ganz das, was wir wollen. Und sagen viele, ja, dann kann man es ja telefonisch machen. Da wiederum fehlt natürlich dann auch der Eindruck, den man ansonsten haben möchte. Gestik, Mimik, Körpersprache und was man daraus ableiten kann. Genau dem hat sich ein innovatives Unternehmen angenommen, nämlich das Unternehmen Retorio. Und Retorio hat das erste weltweit KI-gestützte, also mit künstlicher Intelligenz gestütztes, videobasiertes Persönlichkeitsassessment und Recruiting-Tool hier entworfen. Und es freut mich, dass ich einen der Gründer heute hier habe. Herzlich willkommen, Dr. Patrick Oehler. Hallo, ja. Ja, willkommen. Also erstmal natürlich ist die erste Frage jetzt Video-Recruiting. Also wenn ich mir die Executive Summary angucke, heißt es ja, Retorios KI kann aus einem 60-Sekunden-Video präzise Aussagen zu Persönlichkeit, Soft Skills und Jobfit von Menschen treffen. Da ist natürlich die erste Frage für, sagen wir mal, Nicht-Techniker, wie? Wie ist das möglich? Ja, gute Frage. Also vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben Retorio 2018 aus unseren Promotionen an der Technischen Universität München heraus gegründet. Und im Prinzip ist Retorio ein neuronales Netz, was aus kurzen Videos, ja, mit hoher Akkuratheit ein verhaltensbasiertes Persönlichkeitsprofil herleiten kann. Wie das funktioniert, ja, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wir haben unsere KI über Jahre hinweg Zehntausende von Videos von Menschen in ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Kontexten gezeigt und der KI eine Bewertung dieser Videos mitgegeben. Ja, also Tausende von Menschen, ja, aus repräsentativen Datensätzen generiert, haben wiederum Tausende von anderen Menschen bewertet hinsichtlich ihres Auftretens, ihrer Wirkungsweise, insbesondere der wahrgenommenen Persönlichkeit. Und aus all diesen Daten hat die KI gelernt, Muster zu erkennen. Also sie analysiert sowohl Sprache, Mimik, Gestik, Gesichtsausdruck und hat es gelernt, das Verhalten und die Kommunikationsmuster der Leute in diesen Videos zu quantifizieren und zu interpretieren. Und daraus können wir sehr präzise ein Persönlichkeitsprofil nach dem sogenannten Big Five Persönlichkeitsmodell herleiten. Ja. Sehr schön. Das heißt, also erstmal natürlich wichtig für alle, die jetzt hier zuhören, damit ist schon mal klar, es handelt sich hier nicht um ein weiteres Tool, was einfach Videos aufnimmt, weil Video-Recruiting, das gibt's ja schon. Da gibt's ja auch zig Anbieter am Markt. Und auch zum Hintergrund, wenn wir uns jetzt mal die Kundenliste anschauen, sehe ich das richtig, weil wir haben natürlich uns vorher ja auch informiert, BMW und Lufthansa setzen das bereits ein. Ist es richtig? Genau, also wir haben damals mit der Lufthansa angefangen, ja, sind dann bei einem anderen Konzern. Entschuldigung, ich verstehe dich gerade nicht. Nee, das war, wollte ich gerade sagen, ist ja auch kein schlechter Kunde zum Start. Das war einfach ein guter Start, man muss jetzt sagen, krisenbedingt ist bei der Lufthansa gerade nicht so viel mit Recruitment. Wir sind dann sehr schnell bei ein paar anderen DAX-Firmen angekommen. Mit BMW machen wir einiges zusammen, aber auch andere Kunden aus Deutschland und sind dann aber auch sehr schnell international geworden. Also momentan ist tatsächlich mehr als die Hälfte unserer Kunden international. Lustigerweise machen wir gerade sehr viele Abschlüsse in Indien, ja, wo man es einfach mit einem unglaublich dynamischen Markt zu tun hat, Hunderttausenden von Leuten, die sich teilweise bei Unternehmen bewerben. Ja, also dieses Volumen-Business ist für uns sehr interessant und wir arbeiten aber auch sehr viel mit kleinen, schnell wachsenden Tech-Firmen zusammen, ja, die innerhalb kurzer Zeit große Teams aufbauen müssen und das ohne eine gewisse Kombination aus Video-Recruitment und Analysen im Hintergrund gar nicht managen können. Da ist natürlich jetzt ein Punkt, weil natürlich viele auch sagen werden, das klingt ja erstmal spannend, aber was ist denn jetzt der technische Aufwand? Nehmen wir erstmal an, ich bin Mittelständler, ich habe vielleicht eine kleine IT, wo ein paar Leute arbeiten. Was ist denn mein technischer Aufwand von meiner Seite, wenn ich jetzt den Service in Anspruch nehmen würde? Ja. Also das ist das, was uns wirklich auch abgrenzt von anderen Video-Interviewing-Tools. Ja, uns kann man mit wenigen Klicks freischalten. Ja, im Prinzip geht man auf unsere Webseite, schließt eine Subscription ab, kriegt sofort Zugang zu seinem Account, kann dann ein paar Fragen auswählen oder selber gestalten, die man seinen Bewerbern stellen möchte. Ja, meistens Fragen zur Motivation, ja, ein bisschen zum Hintergrund. Einfach um möglichst früh im Bewerbungsprozess schon einen Eindruck zu bekommen von der Persönlichkeit des Bewerbers
Und dann schickt man einfach einen Link raus an die Bewerber und sammelt Video-Interviews. Und wir können das einerseits als Standalone-Lösung machen, ja, also dass unsere Kunden uns als Plattform völlig unabhängig von anderen Recruitment-Tools einsetzen. Wir können uns aber auch in bestehende Bewerbermanagement-Systeme integrieren. Also mit wenigen Klicks kann man uns dann zum Bestandteil des bestehenden Bewerbungsprozesses machen und wir füttern dann unsere Daten zurück in das bestehende Bewerbermanagement-System. Da habe ich natürlich jetzt, das mag natürlich jetzt die sehr deutsche Seite sein, das sofort rauszuholen, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich bin vielleicht Mittelständler oder sogar größer, vielleicht sogar eine Firma, die eine Compliance-Abteilung hat, jetzt bekomme ich von den Leuten, die sich bei mir bewerben, also von den Bewerbenden, diese Daten, die ja extrem hilfreich sind, jetzt kann jeder sich denken, worauf ich hinaus will. Ein Thema ist natürlich, weil ich erhebe personenbezogene Daten, Datenschutz und DSGVO. Genau. Das ist so ein Thema, ja, mit dem wir uns natürlich viel beschäftigen. Einer der Vorteile, den wir wirklich auch international haben, ist die DSGVO-Regelung, ja, die uns vergleichsweise sehr stark reguliert, ja, was immer mehr tatsächlich zum Wettbewerbsvorteil wird, weil es Vertrauen erweckt. Ja, also muss man ganz klar sagen, wir sind stark reguliert. Es gibt ganz viele Dinge, die wir mit den Daten nicht machen dürfen, ja, und somit auch nicht machen. Ja, und das ist für unsere Kunden unglaublich wichtig. Also dieses Recht auf Vergessenwerden, die Tatsache, dass Daten nur temporär gespeichert werden. Das Schöne ist, wenn man mit KI arbeitet, es ist relativ leicht, KI beizubringen, Daten anonymisiert auszuwerten. Ja, also unsere künstliche Intelligenz interessiert bei der Erstellung eines Persönlichkeitsprofils nicht, wer du bist, ja, sondern sie interessiert, wie du dich verhältst. Und dementsprechend kann sie relativ schnell alle Daten, die ihr ermöglichen würden, dich zu erkennen als Person, wegwerfen und sich auf die Daten konzentrieren, die dein Verhalten quantifizieren. Ja, also unsere KI ist unter anderem debiased, ja, also sie ist so antrainiert, dass sie Geschlecht, Hautfarbe und Alter zum Beispiel komplett ausblendet, ja, und sicherstellt, dass keine Diskriminierung stattfindet. Und das sind also Dinge, die ein menschlicher Recruiter nie schaffen könnte, nämlich komplett zu vergessen, wen sie gerade kennengelernt hat. Ja, die KI kann das. Und das ist das, was uns immer mehr wirklich abgrenzt und uns auch den Vertrieb zunehmend einfacher macht. Ja, weil in vielerlei Hinsicht, wenn man mit KI zu tun hat, mehr Datenschutz gewährleistet ist als mit menschlichen Recruitern. Das wäre eine, also erstmal ist natürlich das spannend, weil gerade auch Unconscious Bias ist auch ein Thema bei uns hier im Podcast regelmäßig. Das ist ja damit quasi, soweit ich weiß, also vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ich glaube, das ist die erste Lösung am Markt, die das tatsächlich löst. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Also die erste, die wir kennen, sagen wir mal so. Ich kenne keine andere Lösung, weil die meisten nehmen Videos auf. Dann kommt das Problem, das Video wird wieder gesichtet von jemandem. Diese Person ist ein Mensch und genau da haben wir dieselbe Vorverurteilung innerhalb der ersten paar Sekunden, wie wir sie im normalen Interview hätten. Das fällt ja jetzt quasi weg. Ganz genau. Und das ist genau das, wo die KI zum Tragen kommt, nämlich, dass sie so antrainiert ist, dass sie Hautfarbe, Alter, Geschlecht ausblendet, und somit wirklich, und das können wir aus den Daten heraus ganz klar belegen, wirklich nur basierend auf gezeigtem Verhalten beurteilt. Ja, also uns interessiert nicht, wie schön dein Gesicht ist oder wie, keine Ahnung, welche Haarfarbe du hast, sondern uns interessiert, wie drückst du dich aus, ja, welche Motivation zeigst du, welche Begeisterung, welche Emotionen zeigst du und so weiter. Also uns geht es wirklich um das quantifizierte Verhalten. Und das kann natürlich ein menschlicher Recruiter wird sich immer schwer tun, wenn er sich so ein Video anschaut, die Optik des Kandidaten auszublenden. KI kann das. Ja, absolut, absolut. Dann kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Faktor, zu dem ich eine Frage habe. Jetzt sagen ja die meisten, also die allermeisten haben ohnehin schon Probleme, dass die sagen, wir haben natürlich Prozesse, an die wir uns halten müssen, die auch immer regulierter werden und auch immer mehr organisiert und eben auch stramm organisiert werden. Trotzdem sagen viele, wir haben ein Problem, dass wir zeitnah reagieren können. Und jetzt sagen die, okay, jetzt kommt eine KI, noch eine Software dazu, da muss ich vielleicht Schulung machen und so weiter. Wird dadurch nicht mein Recruiting-Prozess eventuell länger, was ich gar nicht gebrauchen kann? Also das ist das, was wir sicherstellen in all unseren Kundenprojekten, ja, dass wir nicht irgendwie als weiteres Assessment noch dazukommen. Ja, das ist ja immer so ein Problem, dass sich bei vielen Firmen über die Jahre hinweg wie ein Assessment nach dem anderen irgendwie knüpft, bis zu einem Punkt,
wo das eigentlich den Bewerbern nicht mehr zumutbar ist. Ja. Und das, was wir immer sicherstellen, ist, dass wir den ganzen Prozess mit umkrempeln. Ja. Und normalerweise so eines der größten Probleme, das wir lösen, ist dieses Problem, dass momentan die meisten Personalprozesse so aussehen, dass man erstmal Lebensläufe sammelt, dann eine Vorselektion macht und dann erst die Leute persönlich kennenlernt. Und das funktioniert vielleicht auch für manche Stellen, aber wir hören von allen Kunden eigentlich immer wieder die gleiche Story, nämlich, dass sie zunehmend einfach nach Persönlichkeit einstellen und nach Soft Skills und Leute suchen, ja, die in die Kultur passen und die Begeisterung mitbringen, ja, und einfach Leute, die man von den Kunden stellen kann. Und all das geht halt aus einem Lebenslauf einfach nicht hervor. Ja. Und somit haben wir gemerkt, wenn wir das Video-Recruitment ganz an den Anfang des Bewerbungsprozesses stellen, ja, an die Stelle, wo jetzt vielleicht momentan noch ein Motivationsschreiben verlangt wird, ja, oder der Lebenslauf gesammelt wird, dann schaffen wir es dem Unternehmen wirklich allen Kandidaten eine Chance zu geben, ja, einen persönlichen Eindruck zu hinterlassen. Und es setzen sich somit teilweise ganz andere Kandidaten im Prozess durch. Ja. Also Noten werden dann oft weniger gewichtet und Vorerfahrung, und man gibt Leuten eine Chance, ja, die man davor gar nicht so, sich gar nicht mehr angeschaut hat teilweise. Mhm. Und das führt dann aber dazu, dass man dann im späteren Verlauf ganz viele Schritte weglassen kann. Also viele unserer Kunden sparen sich zum Beispiel das erste Telefoninterview. Ja, sie laden teilweise nur ein Drittel noch der Kandidaten wirklich ins Gespräch ein am Ende. Ja, weil wenn du die Leute mal auf Video gesehen hast und sauber ausgewertet bekommen hast, merkst du relativ schnell, dass du viele Leute dir gar nicht mehr anschauen musst. Ja, und dadurch sparen die bis zu 70% ihrer gesamten Zeit im Recruitment-Prozess. Ja, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich ja auch, wenn ich Vorträge halte, immer wieder mit erwähne. Es ist halt wichtig, schnell zu reagieren. Und wenn wir uns das angucken, ist es ja jetzt nicht nur deutlich schneller. Da kommt natürlich einen letzten Punkt habe ich noch. Da haben wir es wirklich. Einen letzten Punkt habe ich aber noch. Also es klingt ja jetzt so, dass es für alle bezahlbar ist, von groß bis klein, weil es ein gut skalierbares Modell ist. Natürlich ist jetzt dann immer auch die Frage, da kam das Wort Subscription. Ich gebe dir jetzt mal so einen Überblick. Es gibt ja, ich meine, ihr werdet eure Wettbewerber kennen. Ich zitiere jetzt mal aus Verträgen, ich nenne die Marken jetzt nicht. Mindestbindung 60 Monate. Kündigung 18 Monate zum Ende des Folgejahres. Das sind O-Töne aus Verträgen, die Kunden hingelegt werden. Wenn das Wort Subscription kommt, was heißt denn bei euch Subscription? Also wie flexibel ist es denn, wenn ich jetzt mal sage, ich brauche mal mehr und mal weniger? Bei uns komplett flexibel. Also du kannst bei uns wirklich Monatspakete buchen und sagen, ich stelle jetzt gerade jemanden ein, ich möchte ein Monat, zwei Monat, drei Monatspaket. Ja, natürlich freuen wir uns immer, wenn längerfristige Subscriptions gebucht werden, und die meisten unserer Kunden machen das auch natürlich, weil meistens Einstellungen auch weiterhin erfolgen. Aber es ist komplett flexibel. Ja, also du kannst dich echt von Monat zu Monat vorarbeiten und deine Verträge flexibel anpassen. Also da sind wir komplett offen. Wir haben einen Free Trial. Ja, das heißt, oft kann man die erste Stelle noch komplett umsonst besetzen, ja, je nachdem, wie lange man braucht. Ja, also ein Monat Free Trial ist bei uns immer mit einbegriffen. Und was wir jetzt aber immer mehr sehen, ist, dass die Kunden uns nicht nur im Recruitment einsetzen, sondern oft mit unserer Technologie auch ihr bestehendes Team auswerten. Ja, also wir sind jetzt nicht mehr eine reine Recruitment-Lösung, sondern entwickeln uns immer mehr zu einer Talent-Assessment-Lösung, ja, weil den Kunden oft auffällt, wenn sie anfangen, uns einzusetzen, dass sie oft gar nicht so genau wissen, wonach sie eigentlich suchen im Recruitment. Ja. Und was wir dann oft machen, ist, in die bestehenden Teams reinzugehen. Das ist im Prinzip das gleiche Assessment. Man zeichnet einfach mal seine bestehenden Mitarbeiter auf. Und daraus können wir Zielprofile ableiten und gucken, ja, was die Kultur eigentlich auszeichnet und wer wirklich in die Kultur passt. Ja. Und das ist alles in der Subscription inbegriffen. Ja, sehr schön. Und das Ganze, das wissen wir eben auch noch, ist wissenschaftlich fundiert, denn einige haben am Anfang gehört, Technische Uni München, und das haben einige vielleicht in der Presse ja gesehen, das QS World University Ranking hat für das Jahr 2021, also für das kommende Ranking, die TUM zusammen mit der LMU als beste deutsche Universitäten festgestellt, und die TUM schaffte es zum ersten Mal sogar unter die 50 besten weltweit. Also von daher haben wir da auch eine ordentliche wissenschaftliche Fundierung. Sehr schön. Das sind natürlich hier alles Dinge, die ganz wichtig sind. Nur jetzt kann es natürlich sein, dass einige hier zuhören und sagen, ja, da möchte ich persönlich gerne noch mal ein bisschen mehr besprechen. Deswegen werde ich deine Kontaktdaten hier unten in die Shownotes von diesem Podcast noch legen. Dann können dich Leute direkt kontaktieren. Und dann, ja, bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen. Patrick, für das heutige Interview, vielen Dank für deine Zeit. Ja, von meiner Seite ganz vielen Dank, dass ich da sein durfte.